Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin Hesse, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Autonomie der Hochschulen ist für meine Fraktion ein hohes Gut. Das schließt natürlich das Recht auf Selbstbestimmung des Namens durch die Hochschulen mit ein. So ist es gesetzlich geregelt und so wurde es hier heute auch schon mehrfach kundgetan. Auf der anderen Seite haben wir als Linke jedoch auch immer betont, dass das Bildungsministerium selbstverständlich prüfen muss, ob das Verfahren rechtlich in Ordnung ist. Das hat das Bildungsministerium getan und die jetzige Entscheidung ist demzufolge auch zu akzeptieren. Wenngleich, das will ich nicht verhehlen, die Aussagen der Rektorin, dass die Änderung der Grundordnung in den letzten Jahren auch ohne den Umweg oder den rechtlich richtigen Weg über den engeren Senat zu erfolgen, dass das nicht stattgefunden hat. Dort werden wir auch noch mal nachfragen müssen, inwieweit dann das Ministerium der Verpflichtung als Rechtsaufsicht dort nachgegangen ist. Das muss man einfach prüfen. Was ich mir jedoch nicht erschließt, warum es insgesamt dann doch diese 8 Wochen brauchte, um herauszufinden, dass der engere Senat im Vorfeld der Entscheidung des erweiterten Senates nicht getagt hat. Das muss doch wirklich etwas schneller gehen. Und das sind 8 Wochen, das sind genau diese 8 Wochen, Herr Gundlach, in denen sich Studierende und andere Hochschulangehörige teilweise heftigsten Anfeindungen ausgesetzt sahen, nur weil sie eine aus ihrer Sicht demokratische Entscheidung verteidigt haben. Und hier bin ich auch bei Ihnen, Herr Renz, und Ihren Kollegen, weil auch die CDU, glaube ich, muss sich in der Debatte ein Stück weit an die eigene Nase fassen, denn auch Ihre Kolleginnen, Ihre Kollegen, nicht Sie selber, Herr Renz, aber doch andere, ich gucke dort in die hinteren Reihen, haben in den letzten Wochen doch heftig Öl ins Feuer gegossen. Und Herr Kokert, da bin ich auch gleich bei Ihnen. Sie haben ja vor der Aktuellen Stunde von der fairen Debatte gesprochen, von der fairen Debattenkultur. Und ich glaube, das wäre gar nicht schlecht gewesen, wenn Sie schon in der letzten Woche mal mit Ihrem Kollegen Hochschild in Greifswald gesprochen hätten. Denn was der gemacht hat, als er die Bürgerschaftsmitglieder, die gegen den CDU-Antrag gestellt hat, an den Pranger zu stellen, einzeln zu verlesen, auspfeifen zu lassen, ich glaube, das war ein absoluter Tiefpunkt in der Debatte des Landes und das müssen wir auch nicht haben. Aber auch, ja, ganz sicher, aber auch der Amtsstand, aber auch der Anstand, dass Sie, Frau Hesse, dem Treiben... Meine Damen und Herren, einen Moment, Herr Abgeordneter. Ich bitte Sie, die Lautstärke der Zwischenrufe zumindest so weit zu dämpfen, dass man den Redner noch verstehen kann. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Aber auch der Umstand, dass Sie, Frau Hesse, dem Treiben in Greifswald so lange zugeschaut und nicht schneller gehandelt haben, nicht schneller entschieden haben, diese Kritik müssen Sie sich gefallen lassen. Und ich will aus meinem Herzen auch keine Mördergrube machen. Ich hätte mir tatsächlich von einer sozialdemokratischen Kultusministerin gewünscht, dass sie bei aller Notwendigkeit einer rechtlichen Prüfung die Art der Debatte kritisieren und sich auch in ihrer Funktion für eine Mäßigung und für einen kulturvollen Dialog eingesetzt hätten. Dort hätte ich mir stärkere Haltung und klare Signale gewünscht. Das muss ich leider hier so konstatieren. Da sind aber auch Politikerinnen, Frau Hesse, und haben dort auch eine Verantwortung im Dialog. Dass die AfD ihren Antrag heute doch nicht zurückgezogen hat, so wie es anfangs zu vermuten schien, macht eigentlich nur wieder deutlich, dass es ihnen gar nicht darum geht, ein rechtlich sauberes Verfahren durchzuführen, sondern was sie wollen, und das haben sie ja auch hier deutlich gemacht und legen sie auch mit ihrem Antrag vor, ist nichts anderes als ein Eingriff in die Hochschulautonomie. Wissen Sie, wenn es um Abschiebung nach Afghanistan geht, dann ist die AfD schnell dabei, auf die Einhaltung bestehender Gesetze zu pochen. Wenn es jedoch darum geht, der Universität Greifswald ihr verbrieftes Recht auf eigene Namensgebung und auf die Autonomie der Hochschule zuzuerkennen, dann wird das Recht für die AfD dann doch schnell zum Störfeuer. Anders kann man die Ankündigung, die Sie heute hier auch wieder gemacht haben, dass Sie sich gegen jegliche Umbenennungsbestrebung agieren wollen, ja gar nicht verstehen. Für meine Fraktion gibt es hier kein Wenn und Aber. Die Autonomie der Hochschulen ist für uns ein hohes Gut. Eine Aufweichung wird es mit uns an dieser Stelle nicht geben. Vielmehr streben wir mehr Mitbestimmung an den Hochschulen an. Und wie wichtig eine breite Beteiligung ist und damit verbunden auch eine hohe Legitimation, das hat diese bisherige Debatte doch wohl mehr als deutlich gemacht.
Daher fordern wir, dass die jetzige Entscheidung als Chance genutzt wird, das Landeshochschulgesetz zu novellieren. Nicht nur die Studierendenschaft sollte die Möglichkeit haben, eine Urabstimmung zu wichtigen Entscheidungen durchzuführen. Wir regen daher an, allen Statusgruppen dieses Instrument in die Hand zu geben. Denn dann hätte diese Debatte am Ende doch noch etwas Positives gebracht. Und im Übrigen, Herr Professor Weber hat das vorhin angesprochen, aber leider nach meiner Kenntnis dann doch nicht ganz richtig. Sie hatten ja recht, dass die studentischen Senatoren in einem ersten Schritt bereits im Juli 2016 sich für eine Urabstimmung ausgesprochen haben. Und es war dann der Senat, der diese Entscheidung im September abgelehnt hat mit der Begründung, weil gerade andere Statusgruppen nicht über dieses Instrument verfügen und damit halt auch keinerlei Rechtskraft erlangen würden, wenn sie diese Abstimmung tätigen. So ist es auf der Seite der Universität nachzulesen, kann ich Ihnen als Lektüre nur empfehlen. Deshalb lassen Sie es mich klar sagen, als Linke stehen wir klar für eine sachliche Debatte in der Auseinandersetzung. Wir stehen für eine breite Beteiligung und mehr Mitbestimmung an den Hochschulen und wir stehen klar für mehr Hochschulautonomie. Deshalb werden wir diesen Antrag folgerichtig ablehnen. Vielen Dank. Applaus